Der Inhalt dieses Vortrags dient ausschließlich der Information und Unterhaltung des Zuschauers und stellt keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Herzlich willkommen zu diesem Video auf dem Kryptomagazin. Heute mit dem Ergebnisvideo bzw. mit KuCoin Spot Grid Trading Bot im Test Teil 2. Heute geht es um das Video rund um den Bot. Was sind die Ergebnisse nach einer Woche? Wir haben jetzt circa eine Woche den Bot laufen lassen. Hier ist jetzt auf dem Kryptomagazin, findet ihr unter Plattformen KuCoin, findet ihr den aktuellen Artikel zum Thema KuCoin Spot Grid Trading Bot Teil 1. Und wir machen mal kurz hier groß. Ich bin an die Stelle gesprungen im Video. Damit sind wir gestartet. Wir hatten Available Balance $566,64 in USDT und haben hier ein Ethereum USDT Bot gestartet. Und ja, jetzt gucken wir mal nach einer Woche, wo wir stehen. Ich möchte dazu noch einen kleinen Bonus oder eine kleine Überraschung sagen. Wir haben natürlich noch weitere Bots getestet. Und zwar gehe ich hierfür mal auf KuCoin. Und was hier bei KuCoin interessant ist, die bieten hier ja so eine Ranking-Spot-Grid-Oberfläche an, wo sie zeigen, mit welchem Coin und welche Konfiguration die Leute sozusagen auf der Plattform eigenständig ihre Bots konfiguriert haben und wie viel Prozent im Jahr Rendite sie gemacht haben. Also der Bot hier läuft jetzt seit einem Tag und 16 Stunden und hat einen jährlichen APR, also das ist der jährliche Ertrag. Wenn der Bot ewig so laufen würde, wäre 11.587%. Ist natürlich unrealistisch, aber das kann bei einzelnen ganz kleinen Coins mit hoher Volatilität schon auch mal sein. Die Verlustquote ist natürlich auch viel, viel höher dann. Unter dem Vorbild habe ich mir auch überlegt, nehme ich mir mal einen Coin und teste das mal. Als wir das gemacht haben, war das ein anderer. Earth One war das, das zeige ich euch gleich, die Ergebnisse. Ihr seht, wir haben hier three running, also drei laufende Spot-Grid-Bots. Die Ergebnisse seht ihr gleich. Und wie gesagt, wenn ihr das sozusagen nur kopieren wollt, könnt ihr hier draufklicken und dann werden die Einstellungen dieses Nutzers für diesen Bot so übernommen. Also das wird sozusagen mit denselben Parametern gestartet und das könnt ihr hier Create machen. Und dann müsst ihr halt eben die entsprechende Balance haben, mindestens $88 hier in USDT. Und dann würdet ihr Kono USDT traden und mit exakt der gleichen Konfiguration wie der Nutzer, der hier seit in einem Tag und 16 Stunden 11.587% macht. Ist meiner Meinung nach natürlich etwas, was man klar sein muss. Es ist nichts, was irgendwie immer so läuft, aber ihr seht, was dazu führt, dass bei einem es gut läuft, ist, dass es natürlich viele machen. Und hier sieht man natürlich unangefochten, dieser Kono USDT-Bot ist wohl in fast jeder Konfiguration spannend. Was ich aber gemacht habe jetzt in diesem Test war, ich habe so einen Coin genommen hier, habe Create gemacht, habe aber dann auf AI-Parameters umgestellt. Also ich habe dann gesagt, ja, schön, dass die das so konfiguriert haben, aber ich verlasse mich dann doch auf die KI von KuCoin, weil ich möchte ja, dass es für euch reproduzierbar ist. Also nur wenn ich jetzt hier eine Konfiguration angeklickt habe und es ganz gut läuft, heißt es ja nicht, dass es immer so ist. Für mich war es nur wichtig, das ist zwar immer noch so, wenn ihr auch AI einstellt, dass es nicht so ist, dass es immer so perfekt läuft, aber es ist für mich wichtig, dass ihr wisst, so könnte ich es auch machen, wenn ich es machen wollte. Und genau. Aber da lasst uns jetzt nicht längere Zeit verlieren und einfach das Ergebnis des Bots auflösen. Also ich habe drei Bots am Laufen. Und wir sehen hier Investment in USDT. Das ist der Bot, den wir gestartet haben. Das ist, es wurden 9 Trades in den letzten 24 Stunden gemacht und über 100 Trades sozusagen in den letzten, also seit wir gestartet sind, 7 Tage, 17 Stunden, 33 Minuten läuft dieser Bot. Also jetzt genau eine Woche, ein bisschen länger. Und wir haben einen Total Profit von $12,55. Das sind 2,21% in einer Woche. Das wäre ein Grid APR von 26,64% und APR, so ein jährlicher mit Zinseszinsgewinn wäre 90%, wenn das immer so läuft. Aber ihr seht, wie schnell sich das verändert. Als Beispiel jetzt für einen Spot-Grid-Trading-Bot mit hoher Volatilität und eben, ja, einem Altcoin, der deutlich, deutlich volatiler ist, eben ist so dieser One Earth, der läuft auch seit 7 Tagen, den habe ich am gleichen Tag gestartet, nur ein bisschen später. Der hat jetzt schon 1526 Trades gemacht.
Heute allein schon 93. Und der ist aber auch, aber mit 76 Dollar, muss man dazu sagen, der ist jetzt 9% im Plus nach einer Woche. Das sind 6,88 Dollar. Also man müsste sich nur mal vorstellen, man hätte da 10.000 Dollar drin, ja, und hätte jetzt mal 9%, das wären einfach 900 Dollar, einfach mal so mit einer Woche Spot Grid Trading mit diesem One Earth. Ist natürlich auch hochriskant. Würde ich jetzt den Bot auflösen, hier sieht man Floating P&L, sind minus 11 Dollar, also würde ich den jetzt auflösen, würde ich wahrscheinlich aber keinen Gewinn machen, weil, das muss man dazu sagen, ich glaube, dass das sozusagen dann abgezogen wird, beziehungsweise da bin ich mir auch nicht sicher, das müsste man mal vielleicht in den Kommentaren jemand schreiben. Wenn ich jetzt auflöse, bin ich dann bei 7 Dollar Profit oder bin ich dann sozusagen minus? Machen wir mal Folgendes, wir lösen es jetzt auf. Wir haben jetzt theoretisch den 76 Dollar 41 investiert. Wir haben 7 Dollar Profit. Wir beenden den jetzt, damit wir das auch mal gemeinsam machen. Und dann sagt er hier: Do you want to stop Earth Spot Trading Bot? You will return about Earth and okay. Das heißt, entweder kriege ich quasi jetzt anteilig die Earth Coins, die ich gekauft habe, und die USDT einfach zurück, weil da sind ja noch Positionen offen. Oder ich gehe her und sage, konvertiere Earth at best market price, konvertiert into, also quasi entweder alles in Earth konvertieren zum best market price oder alles in USDT konvertieren zum best market price. Das ist das, was ich natürlich möchte. Ich möchte alles in USDT konvertieren. Und dann machen wir das jetzt mal. Merken wir uns 76,41. Confirm. Und jetzt wird der gestoppt. Ihr seht, das machen wir jetzt alles hier live. Und jetzt gehen wir mal hier aufs Wallet. Dann gucken wir mal. Ah, ihr seht, ah, perfekt. Also unser Gewinn, das war tatsächlich der Gewinn. Jetzt sind wir bei 83,86 Dollar. Das heißt, der Gewinn wurde jetzt dazu gebucht, hat also wunderbar funktioniert. Jetzt gehen wir mal auf den Bot zurück. Gucken wir mal den anderen Bot an. Das ist der hier, der hat 1,34%, der ist auch im Plus. Den beende ich jetzt auch. Auch den konvertiere ich in USDT. Mega. Also ich bin jetzt nach der 1 Woche, muss ich sagen, schon ziemlich zufrieden. Hier 12 Dollar bei der Kapitalmenge. Nicht schlecht, aber ich werde da ein bisschen gewillt, bei dieser Menge schon auch ein bisschen riskanter zu sein. Den Bot-Trade beende ich jetzt auch. Bestätige das jetzt mal kurz. So, und jetzt gucken wir mal, wie es denn aussieht. So, Dele, jetzt sind wir hier. Jetzt haben wir schon 755 Dollar hier auf dem Account. Gefällt mir. Und jetzt gehen wir her auf Spot. Und ich würde sagen, wir führen das ganze Experiment einfach fort. Was ich jetzt mache, ist, ich versuche jetzt mal mit euch gemeinsam das ganze Ding ein bisschen zu optimieren. Wir sehen, der hier hat 11.000%. Also machen wir jetzt Folgendes. Wir springen jetzt mal so ein bisschen in die Bots. Der sagt hier mit der Konfiguration, ich sage jetzt Create. Und alle diese Bots haben wohl offensichtlich eine eigene Konfiguration. Ich sage aber AI Parameters, sage hier volles Kapital und go. Confirm. Und lasst uns jetzt direkt quasi mit dem nächsten Bot starten. Und so, wenn ihr wollt, machen wir in der Woche einfach nochmal ein Update-Video und gucken, wie das gelaufen ist. Schreibt mir gerne unter dieses Video in die Kommentare, ob euch das interessiert, dass wir regelmäßig da so ein Update machen und so ein bisschen testen. Und gleichzeitig würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal noch nicht kennt, wenn ihr ein Abo dalassen würdet oder einfach auch einen Daumen hoch, wenn euch diese Art von Videos gefallen. Wir haben ja noch bei PrimeXPT auch einen Copy-Trading-Test laufen. Da wird wahrscheinlich dann morgen oder übermorgen ein Video kommen. Also wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere den Kanal, würde mich sehr, sehr freuen. Dir einen wunderschönen Tag. Danke für deine Zeit und bis dann, dein Alex.